Tag 2 der Fickmühlenwanderung. An dem Tag lief ich 42,2 Kilometer, habe vor der Ortschaft Bad Bederkesa gestartet, lief dann über Bad Bederkesa, über Fickmühlen bis nach Lockstedt und habe dann dort in der Nähe mein Zeltlager aufgeschlagen. So, jetzt Videostart kommt. Ne, guten Morgen. Ich bin auferstanden. Es ist kurz nach 7. Ja, ich hab geschlafen. Und das war so ruhig hier. Da ganz hinten ist ja so eine Scheißstraße. Und die Autos haben mich heute Nacht genervt. Ansonsten habe ich fast ein bisschen geschlafen. Und gleich hier Sachen packen. Zelt ausräumen. Zähne putzen. Und dann gleich nach Edeka Bier kaufen gehen. Und Wasser will ich auch noch kaufen. Noch mehr. Ein bisschen was zum Fressen. Und danach nach Fickmühlen, um dort dann das Thumbnail-Bild zu machen. Ich habe meine ganzen Zeltinnereien rausgemacht. Jetzt Zelt zusammenbauen. Ich hab mein Wurfzelt zusammengebaut. Scheiße, dieser kleine Tropf hier vorne, das ist das letzte Wasser, was ich noch hier habe. Und wisst ihr, was ich mit diesem letzten Rest Wasser machen werde? Hier, es ist 8 Uhr, die ganzen Sachen sind gepackt und jetzt Wanderung Tag 2 Start kommt. Zugelaufen, nach Richtung dieser E-Center, wo ich gestern war und zugeschlossen hat. Da hinlaufen, damit ich gleich Bier kaufen kann und Wasser und sowas und vielleicht eine Kleinigkeit zum Fressen oder sowas. Zum Frühstücken. Ne, ich hab davor noch diesen verschmierten Edeka gefunden. Jetzt kann ich Bier kaufen gehen. Ne, das Ganze habe ich für 10 Euro gekauft. Und diese ganzen schmierigen Sachen. Sechser Wickkühler. Und dann hier noch so ein bisschen was zum Fressen. Und keine Ahnung warum, aber ich hab irgendwie Bock auf das da gehabt. Und hier Liebtorn und ein bisschen Wasser. Brötchen und dann gleich hier. Mett fressen. Mit Kaffee. Da freue ich mich drauf. Ne, geiles Wetter am Morgen. Brötchen mit Mett drauf. und Kaffee. So macht Frühstück am meisten Spaß. Hier einmal so ein Orangenlimonade. Gekühlt zum Trinken. Direkt aus dem Kühlschrank rausgeholt. So, jetzt Kaffee trinken, weiter zu gelaufen. Ne, das könnte ja Fickmühlen sein, aber da steht Ortsdurchfahrt dran. Ja, ich glaub schon. Wegen hier, Fickmühlen in der Straße. Könnte sein, dass ich hier anzugekommen bin. Dass ich in Fickmühlen bin. Wo Ortsdurchfahrt draufsteht. Ne, ich glaube schon, dass ich mich hier in Fickmühlen befinde. Weil hier vorne ist dieser Ortschaft Flögeln. 3 Kilometer. Und deswegen glaube ich, befinde ich mich hier. Ne. Hier, ich habe Fickmühlen als Ortsschild gefunden. Also da, wo nicht Ortsdurchfahrt dran steht. Darauf kann man jetzt so richtig ein Bier trinken. Bierpower. Ich habe Bierpower gemacht. So, jetzt weiter zu gelaufen. Ne, hier vorne ist noch so ein Ortsschild. Vielleicht bekomme ich hier dann ein noch besseres Thumbnail hin. Für dieses verdreckte Scheißvideo. Muss ich später noch mehr Bier trinken. Und dann habe ich vielleicht mehr Energie für mehr Bierpower. Aber jetzt nach hier, wie heißt das nochmal? Nach Richtung Drangstedt oder wie das heißt. Es ist über 5 Kilometer entfernt oder so. Und dann will ich da diesen
Unterweser-Wanderweg oder wie der heißt. Keine Ahnung, der führt von Cuxhaven über, ja, hier Drangstadt, also wo ich 5 Kilometer entfernt bin. Und wenn ich dann da angekommen bin und diesen Weg gefunden habe, dann laufe ich nach Bremen zurück. Also dieser Fernwanderweg, Unterweserweg oder wie der heißt, der führt von Cuxhaven bis nach Bremen. Und den suche ich jetzt. Bier trinkend suche ich den. Ne, ich habe mein urinfarbiger Fummel ausgezogen. Extra damit mehr D3 scheppert. So, und darauf, dass der D3 endlich scheppert, werde ich erstmal darauf mein Bier trinken. Ja, guck mal. Guck mal da. Da steht der verschmierte Drangstedt drauf. Irgendwo hier in dieses Drangstedt oder wie das heißt, da sollte dieser Unterweserweg oder wie das heißt, durchführen, langführen. Und jetzt bin ich auf der Suche nach irgendeinem Wanderzeichen oder wie das heißt. Keine Ahnung, UW oder wie das gekennzeichnet ist. Damit ich das finden kann und dann das folgen kann, diese ganzen Kennzeichen für nach Bremen laufen über diesen Unterweserweg. Dieser Wanderweg da. Ich bin gespannt, wann ich den finde. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich komme immer wieder an diese scheiß Schienen vorbei. durch diese scheiß Schienen bin ich gestern und heute ganz oft hier rüber und so gelaufen. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Diese ganzen Kieselsteine, die dressen die ganze Zeit in meinen Hacken rein. Durch meinen beschädigten Schuh, wo Löcher drin sind, fallen diese ganzen scheiß Kieselsteine in meinen Hacken rein. Und das nervt voll, weil das ist voll unangenehm an den Hacken. Weil die sind so spitz und so, die stechen da total rein und sowas. Oder stecken in meinen Hacken fest oder so, die ich danach rausziehen muss. Keine Ahnung, wenn so eine Spitze oder so hier dann direkt reingeht, in meinen Fuß rein, das ist voll unangenehm beim Laufen. Deswegen freue ich mich total auf meine neuen Schuhe. Das ist eine Kuh, das sind Kühe mit Hörnern da dran. Guck mal, ich habe hier ein Zettel geschrieben, zu Hause, welche Ortschaften ich bis nach Bremen durchlaufe. Also bis Bremer Bürgerpark, von da aus weiß ich sowieso, wie das nach Hause geht. Aber bis dahin habe ich mir alle Ortschaften aufgeschrieben, damit ich die zu Fuß durchqueren kann, die jetzt über diesen ganzen Wanderweg durchgehen. Ich war vorhin bei Drangstedt, danach war ich bei Neumühlen irgendwas oder was das ist, Neumühlenbruch oder so. Und jetzt bin ich in Elmlohe oder wie das heißt, diese Ortschaft. Und ich habe immer noch keinen Wegweiser gefunden zu diesem Unterweserweg. Und das finde ich voll scheiße. Ich suche immer weiter. Und solange ich diesen Wanderweg nicht finde, werde ich einfach die Schilder folgen. Mal gucken, wann ich einen Wegweiser finde. So, darauf, dass ich noch keinen Wegweiser gefunden habe, werde ich jetzt ganz entspannt ein Bier trinken. Und guck mal, wir haben jetzt 14:45. Und ich bin bei 17 km/h heute angelangt. Mal gucken, wie viel ich heute mache. Weiß ich nicht, vielleicht 35, vielleicht 40, weiß ich nicht. Nee, ich bin immer noch hier auf dieser verschmierten Bank. Und darauf, und hier, mein Bier ist leer. Der ist irgendwie leer gegangen. Ich hab den ausgetrunken. Und darauf, dass ich gerade Bierpause gemacht habe, werde ich noch ein Bier trinken. Darauf, dass ich gerade hier, wie heißt das doch mal, Bier aufgemacht habe, kann ich endlich weitergehen. werde ich weiter den Weg suchen, wo der ist. hier, weil ich langsam merke, dass hier so ein Brand kommt, hab ich das hier mitgenommen, damit ich das hier auftragen kann. Zum Sonnenbrandvermeidung. Und dann trage ich das so auf. So, darauf, dass ich gerade Sonnencreme auf mir aufgetragen habe, werde ich erstmal darauf ein Bier trinken.
zum noch mehr Bier trinken. Oh Scheiße, ich laufe hier die ganze Zeit diese nervige Landstraße. Ich habe immer noch keinen Wegweiser gefunden. Deswegen laufe ich diese nervige Landstraße, wo öfters irgendwelche Fahrzeuge Autos und Traktoren und sowas vorbeifahren. Das ist voll dreckig. Wie zum Beispiel hier. Und hier ist auch nirgendwo irgendwie ein Gehweg oder sowas. Hier auf dieser verdreckten Scheißlandstraße. Diese ganzen Autos und Trecker nerven. Ne, ich habe hier einen ganz gechillten Fluss gefunden. Geste oder wie der heißt. Und ich wollte da gerade vielleicht reinspringen oder so. Aber ich habe mich doch irgendwie umentschieden. Keine Ahnung. Tödliche Krabben, ganz viele, habe ich hier gefunden. Die sind alle tödlich verunglückt. Das finde ich voll scheiße. Das finde ich voll unattraktiv. Und hier liegen auch ganz viele tödliche Krabben rum. Die sind alle tödlich verunglückt. Das finde ich voll scheiße. Und deswegen mag ich da nicht reinspringen. Ja, hier liegen überall im Wasser welche rum. Ne, hier, ich bin in Bramel angekommen, oder wie diese Ortschaft heißt. Und seit 5 Ortschaften bin ich die ganze Zeit auf der Suche nach diesen Scheiß-Wegzeichen. Dieser Scheiß-Wegzeichen, also Unterweserweg, das sollte durch alle Ortschaften führen, die ich durchlaufen hatte. Also jetzt auch Bramel, hier Ortschaft Nummer 5. Und ich habe in keiner einzigen Ortschaft irgendein Zeichen gesehen, wo es lang geht. Aber darauf mache ich erstmal Bierpause. Damit ich endlich wieder Bier trinken kann. Krankheit. Ne, Scheiße. Hier, ich habe dieses Bier schon ausgetrunken. Das ist voll scheiße. Ich mag das nicht. Und deswegen, auf das, dass ich gerade dieses Bier ausgetrunken habe, werde ich noch ein Bier trinken. Mit der Hoffnung, dass dann irgendwann bald noch ein Supermarkt kommt, damit ich neues Bier kaufen kann. Weil ich habe, glaube ich, vielleicht nur noch 2-3 Flaschen in dieser Kühltasche drin. Und deswegen muss ich das irgendwie schaffen, dass da noch mehr Bierflaschen in dieser Kühltasche reinkommen. Heute noch. Damit ich heute noch mehr Bier trinken kann. Bierpower! Bierpower! Ich habe gerade Bierpower gemacht. Und deswegen habe ich diese Schuhe mit diesen ganz vielen Beschädigungen dran ausgezogen. Hier. Damit sich das voll cool anfühlt. So, jetzt Bier trinkend weiter zu gelaufen. Ne, Scheiße. Dieser Dorf, also dieser Kaff, wo ich jetzt gerade war, der hat keine Supermärkte gehabt. Und das finde ich voll scheiße, so dass ich jetzt kein Bier kaufen konnte. Und die haben auch keinen Imbiss oder so. Ich hätte voll Bock auf sowas wie einen Döner oder sowas. Hätte ich echt das Bedürfnis danach. Und die nächste Ortschaft, die ist 5 Kilometer entfernt, also sprich eine ganze Stunde laufen. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Ne, ich bin jetzt gerade in Sellstedt oder wie das heißt. Und ich habe eben gerade gefragt, ob hier ein Einkaufsladen oder ein Imbiss gibt, damit ich Bier kaufen kann. Beziehungsweise Imbissbude, um was zum Fressen. Und hier, der hatte gesagt, hier gibt's nichts. Da sollte ich ein Dorf weiterkommen. Lok steht oder wie das heißt. Lok steht, Lex steht oder so. Da sollte was zum Fressen geben. In dieser Stadt sollte es auch Einkaufsläden geben und es ist schon halb 7. Und dieser Dorf oder was das ist, der ist noch 10 Kilometer entfernt. Ich bin jetzt bei fast 30 km. Und 10 Kilometer, dann habe ich dann 40 km durch. Bei diesen 10 km, keine Ahnung, vielleicht schaffe ich das doch irgendwie in einen Laden zu treffen, damit ich neues Bier kaufen kann. Weil das hier, das ist mein volles letztes Bier, was ich hier habe. Und darauf, dass das mein vorletztes Bier ist, werde ich darauf ein Bier trinken.
Es hat lustig geklungen. Darauf ein Bier trinken. Oi. Ich dachte, dass ich vorhin mein letztes Bier. Ich dachte, dass ich vorhin mein vorletztes Bier getrunken habe. Aber ich habe doch noch zwei Stück drin gehabt. Und das freut mich voll. Ja. Deswegen werde ich jetzt mein vorletztes Bier trinken. Ne, ich bin gerade in Bexhövede oder wie das heißt. Und ich habe gerade ein Schild gesehen, da steht drauf 3 km bis noch bis Löckstedt oder wie das heißt. Und es ist 20 vor 9 oder so. Ich hoffe, dass die Läden noch offen haben, damit ich noch das Bier kaufen kann, wenn ich da angekommen bin. Und darauf werde ich erst noch mein letztes Bier trinken, was ich jetzt in der Tasche habe. So, jetzt Bier trinken, weiter zu gelaufen. Ich bin gute 3 Kilometer von Löckstedt oder wie das heißt entfernt. Und der eine meinte, dass die ganzen Läden um 9 Uhr schon dicht haben und in 20 Minuten ist schon 9 Uhr. Ich habe noch 3 Kilometer zu laufen. Und das wäre, glaube ich, zu knapp gewesen. Und der meinte, dass hier in der Nähe so ein Kaufland ist, der ein bisschen länger auf hat oder so. Glaube ich, hoffe ich mal. Und ich glaube, ich folge mal dem Schild nach Kaufland, um Bier zu kaufen. Oh Scheiße, da stand gerade Kaufland ausgeschildert. Wo ich auf Google Maps geschaut habe, da stand drauf, dass der nächste Kaufland über 5 Kilometer weiter ist. Also sprich eine Stunde laufen. Und nee, wir haben schon 9 Uhr. Und eine Stunde laufen, das wäre dann 10 Uhr und bis 10 Uhr haben sie noch geöffnet, Kaufland. Und deswegen, weil wir jetzt diese Uhrzeit haben, werde ich jetzt 3 Kilometer bis nach Löckstedt oder wie das heißt laufen. Und mal gucken, entweder hat ein Laden offen oder nicht. Ansonsten muss ich morgen neues Bier kaufen gehen. Aber trotzdem kann ich da durch diese Ortschaft durchlaufen, um vielleicht Döner oder sowas zu fressen. Also deswegen werde ich mich da jetzt auf den Weg dahin machen. Mit den letzten Schlucke von dem letzten Bier, was ich jetzt hier habe. Ne, ich habe hier diesen verschmierten Löckstedt gefunden. Und guck mal, diese Scheißsonne geht immer weiter runter, dass immer mehr Dunkle kommt. Und ich habe hier gerade auf Google nach Döner gesucht. Und keine Ergebnisse, nichts hier, diesen Kaff hier. Und keine Ahnung, ich glaube, ich werde einmal durch Löckstedt vorbeilaufen. Hoffen, dass ich da irgendwie einen Imbiss oder sowas finde. Nee, es ist fast 10 Uhr und ich hab noch einen Döner zum Fressen bekommen. Zum Abendbrot, das finde ich voll cool, ich mag das. Nee, ich habe gerade diesen Döner gefressen. Und ich würde sagen, dass dieser Döner, naja, es geht so, vielleicht durchschnittlich oder so geschmeckt hat. Auf jeden Fall gehört überhaupt nicht zu meinen Favoriten oder wie das heißt. Aber hier vorne ist dieser Edeka, dieser E-Center. Der hat schon lange geschlossen leider. Und deswegen, weil er geschlossen hat, werde ich dann morgen früh Bier kaufen gehen. Also werde ich jetzt irgendwie, bevor das komplett dunkle wird, nach einem Wildcamp-Zeltplatz suchen gehen. Mal gucken, wo ich schlafen gehe. Da bin ich sehr gespannt drauf. Oh, wo bin ich hier? Immer mehr Dunkle kommt. Und ich muss endlich einen Wald suchen. Bevor komplett Dunkle kommt. Weil ich habe keinen Bock, bei komplett Dunkle mein Zelt aufzubauen. Und deswegen will ich endlich ein Waldstück finden. Ne, hier vorne habe ich ein ganz dunkles Waldstück gefunden. Mit einem ebenen Boden oder so. Ich werde auch diese paar Äste hier wegmachen. Oder glaube ich, werde ich hier dann mein Wurfzelt draufschlagen. Ich habe mir ganz viel Mühe mein Wurfzelt aufgebaut. Und jetzt kann ich gleich meine ganzen Wurfzeltinnereien hier reinstecken. So, und jetzt wie sonst jede Nacht, wenn ich zelten gehe, diese verdreckte Isomatte aufpusten mit der Fresse. Es ist jetzt 11:30 und ich glaube, ich gehe langsam schlafen oder so.
Ich versuche irgendwie bis morgen auszuschlafen, nur... Ja. Boah, ich sehe jetzt gerade an der Stirn, dass wegen der Cappy irgendeine Hautfärbung gekommen ist. Ach ja, ich habe sowohl dieses Fenster hier, als auch dieses Fenster hier offen gemacht, so wie letzte Nacht auch. Extra damit für den Fall, falls Tiere kommen, weil ich habe draußen kein Urin gemacht, weil ich nicht musste. Und deswegen, weil ich keine Reviermarkierung gemacht habe, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass noch mehr Tiere vielleicht vorbeikommen. Aber deswegen habe ich diese beiden Fenster aufgemacht, extra damit ich die Tiere beobachten kann, falls die vorbeikommen sollten. Ansonsten, glaube ich, packe ich mich hin und schlaf gleich ein. Ich habe es mir natürlich wieder mit Kerzen nicht romantisch gemacht. Wenn ich hier meine Kopflampe hier aushabe, dann ist ja so Romantik und das hält die ganze Nacht, so wie die letzte Nacht auch. Das finde ich voll cool und so kann man voll cool einpennen, voll gemütlich und still. Gute Nacht bis morgen. Hört ihr das? Dieses Geräusch? Das habe ich gerade wach gemacht. Das ist ein Rehgeräusch hier in diesem dunklen Wald. da bellt so rum und sowas. Jetzt habe ich aus dem Schlaf rausgerissen. Nur damit du Bescheid bist, dass das nur so ein Reh ist, diese Geräusche macht. Das stand doch eben gerade direkt vor dem Zelt. Ich hab plötzlich rumgeschrien. Ich dachte, was ist jetzt los? Oh nee, das ist nur dieser Reh. Okay, ich werde jetzt weiter versuchen zu schlafen. Das ist aber endlich mal aufhört zu bellen. Gute Nacht, bis morgen.